Guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen hier bei Nähkästchen, bei mir, bei Vadim Cemze, bei meinem YouTube-Kanal. Und noch eine Frage hat mich heute erreicht, und zwar von der Ludmila. Die fragt, warum fangen alle Sternzeichen eigentlich nicht am 1. des Monats, sondern immer verschieden? Ja, Ludmila, es gibt eine plausible Antwort darauf, und zwar, das Ganze geht jetzt nicht nach unserem Kalender und nicht nach gregorianischen, wie man den nennt, sondern nach dem jüdischen. Und da gehen die ganzen Monate, sie gibt immer noch 12, immer nach den Daten, wie man das auch von Horoskop kennt. Heute hat mir Olga geschrieben, was sind neue Energien überhaupt? Ja, Olga, neue Energien basieren darauf, dass wir auch tatsächlich eine Energieverschiebung haben auf der Erde. Und zwar Venus-Energie wird immer stärker, auch Uranus-Zeit ist jedem bekannt, man sagt dazu auch Wassermann-Alter, und zwar diese wird auch stärker, dafür lassen andere Planeten nach, so wie zum Beispiel Saturn. Daher kommen viele Menschen jetzt momentan ein bisschen in Schweden und wissen nicht, wo sie stehen. Die neue Energie bringt uns allerdings nach vorne, die bringt auch unsere Seele richtig zu beben, dass wir auch mehrere Fragen uns stellen. Was will meine Seele überhaupt? Dafür ist diese Energie auch da. Hauptsache, diese Energie ist gut für uns, auch wenn wir ein bisschen Probleme damit haben. Ja, es geht um Entwicklung der Seele. Daher ist diese Energie auch vorhanden. Thomas hat mir auch eine ähnliche Frage mal gesendet. Und zwar, was ist überhaupt Wassermann-Alter? Ja, Wassermann-Alter ist eigentlich die Uranus-Zeit. Die Zeit der Entwicklung. Uranus ist ein Planet, der in der Lage ist, alles wieder auf die Füße zu stellen. Alles, was auf dem Kopf stand, wird wieder mal reguliert. Carla fragt, was ist gute Energie? Wo fängt schwarze Magie an? Ja, Carla, alles, was man macht, hat natürlich einen energetischen Hintergrund. Und zwar alles, was man aus dem Herzen macht, kann natürlich mit schwarzer Magie auch nichts zu tun haben. Wenn man jemanden auch heilende Energie schicken möchte, muss man allerdings immer wieder betonen, macht es nicht, ohne gefragt zu werden. Der Mensch muss selber wissen, sonst mischt ihr euch in das Karma von diesem Menschen ein. Wenn man allerdings aus dem Herzen die gute Energie gibt oder mit Liebesenergie arbeitet, kann eigentlich nicht schieflaufen. Ist auch keine Beeinflussung. Schwarze Magie fängt da an, wo man manipulieren versucht. Beispielsweise sind sehr, sehr viele magische Vorgänge vorhanden, die der Liebe dienen. Man kann aber nicht dazu jemanden bringen, aus eigenen Einsichten mich zu lieben, weil das ist schon eine Manipulation. Und an der Stelle müsst ihr immer wieder sagen, ihr entscheidet selbst, was ihr tut. Aber Menschen manipulieren darf man gar nicht. Sonst kriegt man irgendwann einfach auf den Deckel. So, meine Lieben, das war's für heute. Wieder mal eine kurze Folge. Wir sehen uns nächstes Mal in der nächsten Woche hier bei Vadims Nähkästchen. Bis dann. Ciao, ciao.